Hallo zusammen. Ja, es geht um den alten Freiherr von Knigge. Der Freiherr von Knigge, der so im Ruf steht, ein besonders konservativer Mensch zu sein, weil er das Zusammenleben derartig normiert hat, dass es quasi keine Bewegungsfreiheit mehr gab. Aber der Freiherr von Knigge hat etwas ganz Besonderes gemacht. In seinem Benimmbuch hat er dafür gesorgt, dass es eine gesellschaftliche Grundlage für ein gutes Miteinander gibt. Da ist nämlich nicht derjenige, der besonders clever ist, der sich alles erlauben kann. Oder derjenige, der besonders mächtig ist, der sich alles erlauben kann, sondern diese Grundregeln des Anstands galten für alle und legten das Fundament dafür, dass man zivilisiert miteinander leben, zivilisiert miteinander sprechen konnte. Ein solcher Freiherr von Knigge, der fehlt uns heute. Nämlich dieses ganze Zivilisierte, diese Firnis, die wir lange vielleicht auch so ein bisschen gepflegt haben, das ist jetzt weg. Und was rauskommt, ist pure Egomanie. Und das gerade in Zeiten von Corona. Jetzt werden beide Seiten applaudieren und sagen, ja genau, bei den anderen, da ist es Egomanie. Nein, es ist auf beiden Seiten Egomanie. Die einen sind egoman ängstlich und meinen aus dieser egomanen Ängstlichkeit heraus, eine Gesellschaft völlig paralysieren zu dürfen. Indem sie sich auch rausnehmen, alle anderen, die es anders sehen, als Brunnenvergifter, also potenzielle Spreader des Virus anzusehen oder ihnen zu unterstellen, sie hätten kein Hirn oder sie wären Verschwörungstheoretiker oder sie wären Faschisten. Was das soll, bleibt mir völlig verborgen. Nämlich eine solche Argumentation fängt niemanden ein, sondern im Gegenteil, eine solche Argumentation zementiert das Auseinanderdriften dieser Gesellschaft. Das ist, als wenn man immer wieder flüssigen Zement immer weiter benutzt, um die Mauer immer höher zu machen, damit man den anderen bloß nicht mehr sehen kann und sich immer mehr in der eigenen Selbstgerechtigkeit suhlen kann, die man natürlich auch dadurch zementiert, dass man durch diese Voten Gleichgesinnte mit ins Boot zieht. Und dann sind da die anderen Egomanen, die meinen, sie müssen sich über alles hinwegsetzen, die keine Rücksicht nehmen aus einem falsch verstandenen Überlegenheitsgefühl heraus. Das ist ja sowieso alles Verschwörung, das ist ja sowieso alles nicht richtig oder dieses Virus ist gar nicht so gefährlich. Das mag ja sein, dass das Virus nicht gefährlich ist, aber ein Knigge hätte gewusst, wie man damit umgeht. Nämlich er hätte gesagt, wir binden uns ein Tuch um, wir binden uns etwas um den Mund, eine Atemschutzmaske, damit wir andere nicht gefährden, aber vor allem auch, damit wir die Seelen der anderen schützen, die ja Angst haben dürfen. Genauso wie derjenige, der sich überlegen fühlt, es darf an der ganzen Corona-Sache zu zweifeln. Das ist alles erlaubt in einer Demokratie sowieso. Und es geht gar nicht darum, den anderen zu diskreditieren, sondern es geht darum, eine gemeinsame Basis des Sprechens miteinander zu finden. Zu dieser Basis gehört es übrigens auch zu demonstrieren. Nicht, indem man alles Mögliche einfach überspringt, aber indem man auch sagt, dieses außer Kraft setzen bürgerlicher Rechte, das geht mir zu weit und das muss ich irgendwo zeigen können. Und wenn der Berliner Senat meint, das verbieten zu müssen mit dem Argument, das seien ja alles Verschwörungstheoretiker, was der Sache ja überhaupt nicht gerecht wird, dann bedeutet das, dass der Berliner Senat ein wichtiges Ventil aus dieser Druckkammer nimmt und dass sich der Druck innerlich immer mehr aufbaut, weil man nicht einmal mehr zeigen kann, was man denkt. Es ist ja schon so, dass viele Leute sich überhaupt nicht mehr trauen, etwas zu sagen, weil es direkt den dicken Hammer gibt, der sie mundtot machen will, auf der einen oder auf der anderen Seite. Wir müssen einander respektieren und einander auch das Recht geben, die Meinung zu sagen, ohne dass man ihn hinterher als Schuft, ein unverantwortlicher Verschwörer oder sonst etwas nimmt.
Wir dürfen argumentieren, wir dürfen unsere Ängste sagen, wir dürfen auch unsere Bedenken sagen, aber wir dürfen einander nicht diskreditieren. Ein Freiherr von Knigge hätte das gewusst. Und er würde uns heute helfen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir Corona, was auch immer das sei, mit einem kritischen Verstand beleuchten und nicht bei jeder Kleinigkeit entweder panisch werden oder den Aufstand proben wollen. Er würde einen Diskurs herbeiführen, auch mit den sogenannten Experten, die sich ja manchmal in ihrem Expertentum verlieren und darüber sicherlich auch manches Mal vergessen, dass es auch noch andere Bedingungsfaktoren gibt, die zum Leben dazugehören. Man stirbt nämlich nicht nur an Corona, man kann auch an vielen, vielen anderen Sachen sterben. Und Sie sehen auch nicht, wie depressiv die Stimmung in der Bevölkerung wird. Die einen schließen sich völlig ab, weil sie fürchterliche Angst haben. Die anderen schließen sich ab, weil sie nicht mehr ihre Meinung sagen können. All das trägt dazu bei, dass die Stimmung innerhalb Deutschlands immer schlechter wird. Und wir wissen das selbst, eine schlechte Stimmung, eine schlechte Befindlichkeit ist eigentlich ein guter Nährboden für jede Form der Infektion. Wir müssen aufpassen, was wir miteinander tun. Nicht die Sache verharmlosen, nein. Aber auch nicht diejenigen, die kritisch sind, in die Pfanne hauen. Beides geht einfach nicht. Ein Freiherr von Knigge hätte das gewusst. Den bräuchten wir heute, aber der ist in keiner gesellschaftlichen Gruppe mehr zu finden. Und deshalb ist dieser Konflikt ein langfristiger. Und man weiß noch nicht, wo es hingeht, weil es keine gesellschaftlich offene Diskussion mehr über dieses Thema gibt. Und das ist sehr traurig. Und wer jetzt zum Stift greifen will und will nochmal vor der Gefährlichkeit von Corona warnen, sage ich, gar nicht nötig. Und wer jetzt zum Stift greifen will und eine Verschwörungstheorie heraufbeschwören will, dem sage ich, das ist schädlich. Versucht nicht gegeneinander zu schreiben, sondern versucht miteinander Lösungen zu finden. Und überlasst nicht einfach alles nur einer Politik, die auch tut, was sie tun will oder tun kann, das kann man ja hinstellen, wie man will, sondern arbeitet mit an einer Lösung, indem ihr miteinander redet. Ich wünsche euch einen guten Tag.